Ich find das gerade voll geil. Warum? Keine Ahnung. Ich find's voll geil. Wieder die ganze Zeit Augen offen halten. Warum bin ich tot? Wir haben immer noch 3 von 5, glaube ich. Hier ist wieder eine Lücke. Mein Gott. Das ist gar nicht sympathisch. Das ist gar nicht sympathisch. Das ist überhaupt nicht sympathisch. Das ist überhaupt... Ich wurde komplett hops genommen. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ich habe die ganze Zeit dran gehabt, Bomben auf den zu werfen. Und das habe ich nicht aufgepasst. Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Let's Play Donkey Kong Country Returns auf diesem Kanal der T-Gamer. Ich bin Octopus und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Wow, was ist denn hier los, Octopus? Machst du etwa die Anmoderation für den neuesten DK-Part? Das ist doch meine Aufgabe eigentlich. So, du hast deinen Job jetzt getan, gell? Wir packen dich wieder weg. Du musst jetzt hier wieder da drüben das bewachen und lass mich jetzt Donkey Kong aufnehmen. Ist das im Rahmen des Möglichen? Das ist... Dankeschön, das wäre sehr lieb, ja. So, okay. Octopus hat jetzt seinen Job getan. Ich würde sagen, jetzt bin ich wieder am Start hier bei zurück bei Donkey Kong Country Returns in der Ruinenwelt. Und wir machen weiter mit 3-6 Tempel-Toppe, aka... Moment. Okay, also Gerüchten zufolge heißt dieses Level Wackeltempel. Da würde ich sagen, gehen wir da mal rein und gucken, was da so los ist. Ich habe einen Rambi gesehen auf einem Thumbnail gerade. Ist das etwa ein Rambi-Level? Das wär's. Oh, das ist ein Rambi-Level. Oh yes, endlich mal wieder Rambi-Level, guys. Hatten wir seit dem ersten Rambi-Level nicht, ne? Und oh mein Gott, die Grafik sieht schon wieder so geil aus, ich schwör. So, okay, auf jeden Fall haben wir direkt hier einen Puzzleteil. Da müssen wir auch so wieder zurückgehen, wenn wir Rambi haben. Und ja, Friends, einfach nochmal Moin zu dieser neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Nach einem super tollen Intro wieder. Und ja, wir haben hier 5 Puzzleteile in diesem Level, alles klar. Wir haben gleich schon das zweite. Okay. Und ja, ich habe wieder richtig Bock auf diese Folge. Und ich muss mich auch direkt am Anfang vom Part bedanken für die Resonanzen am letzten Part. Der gute Shelly und der gute Faruk, die haben ein bisschen supported, die haben ein bisschen in den Kommentaren eingespammt. Und das war sehr wild, das hat mich voll gefreut, so viele schöne Nachrichten von euch bekommen. Das, sowas freut mich immer, ja. Aber allgemein auch noch nie wieder kommentiert und sogar 2 neue. Also der Part, da ging sehr ab, auch die Zahlen, genauso wie bei den News. Also die letzten 2 Videos, tschüss. Danke für dieses Feedback, das sehe ich immer wieder gern und es motiviert sehr. Und da will ich auf jeden Fall danke für sagen. Frau Schmidt, habt ihr gut gemacht, danke schön, gell? Okay, so, wir haben hier, guck mal, da geht's in den Hintergrund einfach. Dahinter, einfach 3D. Einfach tschüss. Das sieht so geil aus in der Grafik. Holy. Holy. Wieso sieht das so geil aus? Das geht immer voll in den Hintergrund rein, Alter. Tschüss. Hab ich auch nicht gesehen. Ich find das gerade voll geil. Warum? Keine Ahnung. Ich find's voll geil. So, wir müssen jetzt natürlich auch wieder die ganze Zeit Augen offen halten. Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Spiel. Was habe ich falsch gemacht? Ich bin doch da ganz normal angesprungen. Okay, alles klar. Gucken wir das Ganze nochmal. Ah, jetzt, danke. Danke. Und da haben wir das O. Und dann müssen wir runter. Stopp. Oh, du nicht so schnell. Alter, jeder Stein geht direkt kaputt, wenn Rambi den berührt. Rambi hat nämlich ein bisschen so genommen. Der hat ein bisschen zu viel gegessen. Die Steine zerbröckeln einfach, als ob sie aus Sand werden oder aus Kuchenteig. aus älterem Kuchenteig oder aus älterem Kuchen, der schon ein bisschen trocken ist. Genau, so zerfällt es. So oder ja, das ist ein toller Vergleich, oder? Und das war ein richtig einfacher Bonus, das finde ich sehr sympathisch. Nice, okay. Ich hoffe übrigens auch, dass Odyssey jetzt nicht nochmal abbricht, weil das hat nach dem Intro einfach schon wieder abgebrochen, die Audio aufzunehmen. Ganz schön frech. Aber nee, bis jetzt geht noch alles. Und wir haben einen Checkpoint, das ist auch sympathisch. Und das Level sieht echt nicht schwierig aus. Es ist ein chilliges Rambi-Level bis jetzt. Sieht auf jeden Fall danach aus und das freut mich direkt. Da können wir vielleicht... Das ist wichtig, da können wir das K-Level und den Boss-Fight schaffen. Ich meine, die K-Level ging bis jetzt immer gut aus. Vielleicht ist das dritte K-Level jetzt heute nicht so geil. Das sehen wir dann aber. Okay, so, wir haben hier schon das N. Ja, das ist einfach ein chilliges Rambi-Level. Wir müssen einfach Rambi bis zum Ende behalten, glaube ich, dass wir den brauchen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht verlieren oder so. Denn da kommt am Ende noch was. Zumindest kommt in einem anderen Level, in einem anderen Rambi-Level am Ende noch was. Aber ich glaube nicht in dem. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Okay, Rambi. Rambi. Boing. Ich wusste gar nicht, dass es kann.
Kann ich da bitte durch? Ja. Nein, es gibt gar kein Puzzleteil. Ich dachte, es gibt Puzzleteil, deswegen habe ich es gemacht. Crap. Naja, egal. So, was kommt? Es kommt gleich irgendwas. Ich muss irgendwas beachten. Schon wieder ein Checkpoint. Aber der Hintergrund sieht immer noch so geil aus. Ich schwör. Stimmt, jetzt muss ich mich gleich beeilen. Achtung. 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 Genau hier. Ne, nicht hier. Ne, ich muss irgendwas ganz schnell platt drücken. Das kommt jetzt jeden Moment. Achtung. Hörst du dich labo scheiße? Oh mein Gott, vergiss das chillige Rami-Level. Das war mal chillig. Nein, ich hab die Puzzle. Was? Als ob ich jetzt ein Puzzleteil vergessen hab. Ne, hab ich nicht. Ich hab alles. Haha, okay, geil. Okay, das Level ging ganz, ganz fix. Ganz, ganz leicht ging es aus. Perfekt, dankeschön. Auch ich dachte, ich hab 4 von 5. Ja, okay, dann habe ich Scheiße gelabert. Dann kommt es in einem anderen Level, wo wir Rami am Ende brauchen. Okay. Ja, nice. Dann ging es auch gut. Und jetzt geht's ins K-Level, meine Damen und Herren. Was war das von K-Level? Ich weiß es gerade überhaupt nicht, ne? Jetzt bin ich gespannt. 3K Shifty Smashers. Shifty von Fortnite und Smashers von Smash Bros. Shifty Smashers. Boah, Junge. Gut, das Level heißt Schiebestampfer 3K. Und ich habe durchs Thumbnail gesehen, was es für ein Level ist. Und es ist wieder möglich. Es ist wieder möglich im First Try oder so. Wir müssen nur konzentriert bleiben. Und konzentriert bleiben, man merkt es nicht. Weil das sind halt immer diese Goldblöcke hier, die auch super geil aussehen mit der Grafik. Holy shit. Hoffentlich kriege ich das im Video auch so gut hin. Und da sind diese Donkey Kong Arcade Teile drauf. Das ist auch voll schön. Und die zerquetschen halt ein. Ich glaube aber nicht, dass man instant stirbt, sondern man führt nur ein Herz. Aber trotzdem, man sollte es verhindern, getroffen zu werden. Und mehr ist das Level, glaube ich, nicht. Und da man nicht zerquetscht werden kann, müssen wir es einfach fürs Try schaffen. Es gibt zwar kein Diddy, aber wir haben ja noch einen vom letzten Level. Also von dem her. Wird schon passen. 1 von 5 haben wir direkt. Ja gut, die Puzzleteile kann man in diesem Level auch nicht groß verstecken. Also die werden wir die ganze Zeit sehen. Und dann halt irgendwelche speziellen Moves machen. Die sind auch nie zum zerquetscht, also man wird nie zerquetscht von dem Puzzleteil. Das ist nämlich dann auch mal so ein Save Point. Und jetzt habe ich einen Fehler fast gemacht. Oh mein Gott, okay. Ganz ruhig, DK. Wir haben Zeit. Auch wenn ich manchmal keine Geduld habe, aber wir haben eigentlich Zeit. So. Es ist sehr knapp. Es ist alles sehr knapp, weil die Lücken sind alles so groß wie DK. Also, das ist auf jeden Fall ein kleiner Druckpunkt in meiner Psyche. Dass man deswegen Druck hat. Ich glaube, hier sind wir wieder safe da gleich. Und da schon das nächste Puzzleteil. Ja, das schaffen wir wieder locker. Die schwierigen. Ich glaube, das erste schwierige K-Level wird dann das nächste. Da glaube ich nicht, dass wir das wirklich auch gut schaffen. Auf jeden Fall wird es noch ein K-Level geben, was wir richtig leiden, wo wir richtig leiden werden. Das weiß ich safe. Ich kenne aber auch nur noch 2 K-Level tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr. Oh nein. Was? Ach, ich bin hier überall safe und man führt nur ein Herz, habt ihr gesehen? Hier muss ich jetzt ducken. Ich dachte, ich muss hier lang ganz schnell. Aber nee, und deswegen sind ja auch die Gegner zum bisschen behindern. Ich will die nicht verlieren. Oh mein Gott, okay, wir haben ihn noch. Alles gut. Und hier kriegen wir Münzen. So, wie lange geht der Lachs hier noch? Wir haben immer noch 3 von 5, glaube ich. Hier ist wieder eine Lücke. Mein Gott. Nicht so weit. Wir haben nur noch ein Herz für Diddy. Wir müssen Diddy behalten. Bitte ganz vorsichtig darunter. Junge, wenn der Mann mal hängen bleibt, Junge, mein Herz. Das ist dann kurz RIP. So, zack. Da passiert nichts. Haben wir 4 von 5 schon? Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Da passiert uns auch nichts mehr. Oh, jetzt ist auch Schnelligkeit. 5 von 5 haben wir. 5 von 5 haben wir. 5 von 5 haben wir. Und First Try und nur einmal Schaden genommen. Let's go. Zack, so sieht das Spiel. So geht das Spiel. Nice, so wollen wir das. 3 von 8 Kugeln haben wir. Perfekt. Direkt continue, direkt weiter. Ich schwöre schon zum dritten Mal, dass das Ende von der Welt fix geht. Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Und wir machen uns noch den Boss und dann haben wir schon wieder fertig. Weil das ist gerade 20 Uhr und das kommt hoffentlich morgen. Habe ich schon 4 Videos am Stück gebraucht. Ja, das will ich halt erreicht, deswegen nehme ich jetzt noch schnell DK auf. Und wir machen jetzt noch 3B. Ruined Roost, aka
bombige Brutstätte. Alles klar, let's go, der Hase. Und der Boss, der ist eigentlich nicht schwierig. Aber man kann sehr leicht getroffen werden. Das wird es nämlich, weil Brutstätte eine bombige, was mit Bomben zu tun haben. Und mit einem Hühnchen. Oder mit einem Ei und mit einem Vogel halt. Und damit den dritten Tiki, den guten, was weiß ich, was es schon wieder ist. Bongo. Ne, nicht Bongo. Irgend so eine Trommel auf jeden Fall. Ja, das Ei landet an diesem komischen Goldding. Wird wieder hypnotisiert. Und das ist jetzt der Boss. Dieses riesige Hühnchen. Vogel, Hühnchen, Viech. Aua, schrei doch nicht so. Meine Fräse. Wieso steht Tonspur bei Auto, dass sie das so wird? Das macht mir Sorgen. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt hier nicht RIP ist. Das ist ja ein bisschen kacke. Naja, kann ich tun. Wir haben schon mal einen Schaden gemacht. Das ist schon mal was. Und wir müssen das Viech jetzt halt die ganze Zeit mit diesen Bomben abwerfen, was das Viech auf uns wirft. Hallo? Nein, nicht so. So, genau. Genau, genau so. So, nicht anders. Jetzt muss er ausweichen. Ja, ich wollte eigentlich da runter, aber die Kiste ist dann da oben stecken geblieben. Ja, toll. Nee, wir wollen... Nein, nicht die Bomben, die fast explodieren. Nein, nicht die Giftbomben. Nein, nicht die Bomben, die fast explodieren eigentlich. Aber egal. Okay, hat doch noch gepasst, hat doch noch gepasst. Und ich krieg ein Herz. Sehr nett von dir, danke. Was? Nein! Ich habe die Schockwelle verpasst. Gibt so Schockwellenbomben, die habe ich jetzt vergessen. Ups. Rakete auf Goldblöcke drauf. Die werden nämlich nicht zerstört, die sind immun dagegen. Hier ist eine Bombe. So, zack, perfekt. Und wir kriegen nochmal ein Herz direkt. Sehr sauschön. Können wir es nochmal abwerfen direkt? Nee, aber wir können schon wieder ein Herz verlieren. Das ist schon sympathisch. Nein, das ist nicht sympathisch. Das ist gar nicht sympathisch. Das ist gar nicht sympathisch. Das ist überhaupt nicht sympathisch. Das ist überhaupt... Ich wurde komplett hops genommen. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ich habe die ganze Zeit dran gehabt, Bomben auf den zu werfen. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, ich hatte leider keine Ahnung, wie viel wir dieses Viech davor getroffen hatten, aber jetzt habe ich es wieder viermal getroffen. Das müsste... Was ist das für ein Ding? Huh, was ist das? Was ist das? Ich kenne das nicht! Hä? Das Viech hat plötzlich neue Fähigkeiten entwickelt. Was war das gerade für ein Tiki-Teil? Ich habe das noch nie gesehen! Ja, jetzt hör doch auf mit dem Move. Jetzt wieder eine Rakete, okay. Jetzt mal real, ich habe das noch nie gesehen. Real Talk. Ich schwöre, ich habe das Vieh noch nie gesehen. Ach, das war's schon. 6 Bomben hält das Teil los. Okay. Ja, da war's kaputt. Aber dieses Tiki-Teil, hä? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen habe. Okay. Das Hühnchen ist ein bisschen fett und sieht sehr schön aus. Aber mich juckt nur der Tiki. Den verprügel ich nämlich jetzt kaputt, weil du das scheiß Hühnchen modernisierst. Das ist das Böse. Was? Ach, das war wieder ein schöner Part, oder? Das war wieder eine tolle Folge. Richtig motiviert war das. 19 Hits, weg mit dir, zack. Leider ist das jetzt auch schon gewesen mit der Ruinenwelt. Und jetzt gehen wir in die Höhle als nächstes, beim nächsten Part. Und die wird gruselig, glaube ich. Die sind nämlich nur spezielle Level in dieser Welt. Und ja, das könnte richtig lustig werden. Jetzt ist das Einfache vorbei. Jetzt geht's zur Sache. In die Donkey Kong Country Returns. In diesem Sinne, Friends, würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir in die Höhle. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr über ein Like freuen. Danke fürs Zuschauen. Lass ein Abo da, wenn neu bist, würde mich sehr freuen. Und ich sehe dich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hau rein, dein T-Gamer. Bis zum nächsten Mal und schönen Tag und ciao.